Hinweis: Mir war über Pinkste im Freizeitpark Trips Drill gewesen und han deswegen auch im Hotel übernachtet. Das Hotel war in Bietigheim-Bissingen. Ich entschuldige mich für die oftmals falsche Aussprache vom Ort. Die Hotelübernachtung han ich zum Anlass geholt, ein kleines Video für die Foto-Challenge vor der Haustür zu filmen. Alle Aufnahmen sind mit dem Handy Poco X3 NFC entstanden und die Fotos teilweise mit Lumia 4 noch bearbeitet. Hallo aus Bietigheim-Bissingen, oder nee, Quatsch. Willkommen aus Bietigheim-Bissingen, das liegt in Baden-Württemberg. Da sind wir halt über Pinkste, sind wir hierher gefahren und übernachtet da, weil es noch Trips Drill geht. Und im Rahmen von der Foto-Challenge vor der Haustür nutze ich dann das mal hier gerade und bin mal hier unterwegs. Ja, hier gerade ein paar Meter vom Hotel weg, alte Fachwerkhäuser. Oder Fußgängerzonen, glaube ich, mit Plasch da stehen. Ja, wir haben halt nur, die haben gefrühstückt halt morgen und im Park irgendwie was gegessen und auf der Fahrt heute mal was. Jetzt halt abends sind wir aber nicht am Essen gehen, aber meine Tochter und ich, wir gehen gerade ein bisschen spazieren hier durch die Altstadt und nutzen das, wie gesagt, gerade für die Foto-Challenge. Und es riecht hier doch lecker nur Essen, muss ich sagen. Naja, bis zum Frühstück, Moifri, du machst auch noch aushalten. Ja, wirklich ein schnuckeliges Altstädtchen hier. Und hier vorne haben wir, ach, ich glaube, das wäre doch ein gutes Fotomotiv. Gerade das da besondere Haus. Ich weiß nicht, ob das vielleicht das Rathaus hier von der Stadt ist. Müssen wir mal gucken. Hier haben wir auch noch ein bisschen moderne Tom Taylor. Da gibt es Klamotten zu kaufen. So, von dieser hübschen Frau hier habe ich auch noch ein Foto gemacht. Ich weiß nicht, ob man das kann zur Foto-Challenge benutzen, aber ich blende es trotzdem mal in. Ein tolles Städtchen hier. Das ist der Innenhof. Keine Ahnung von dem Gebäude, was ich vorhin gezeigt habe. Ob das hier vielleicht das Rathaus ist oder sowas. Hier ist auch noch ein kleiner Brunnen. Mit Roseblätter. Roseblätter waren vielleicht von da, weil hier sind ganz viele Rosen. Oh, dann gehen wir mal hier noch durch das Tor. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Und auch wirklich absolut schöne alte Architektur.
Ja, das Tor wird natürlich Handy-Vlog oder Handy-Video zu der Foto-Challenge, wie man wahrscheinlich leicht mitkriegen tut, weil ich so komisch da hingucke, wenn ich das Handy querhalte. Da ist ja immer so die Linse. Es wäre mal lieber, wenn sie hier in der Mitte wäre. Ich zeige auf die Mitte und es geht noch rechts. Also total verschoben. Ja, am Pfingste 2024, Pfingstmontag haben wir heute Abend. Quatsch. Pfingste 2024, Pfingstsonntag haben wir heute Abend und es ist wirklich ein super Wetter jetzt hier Abend gewesen. Und es war auch, wie man halt im Freizeitpark in Trips-Drill war es auch super Wetter gewesen. Zwar anfangs noch Trieb, 60 Grad war es anfangs, wie es nachmittags war, weiß ich nicht. Aber am Nachmittag ist dann noch die Sonne rausgekommen und es war wirklich schön und hat mir auch Spaß gemacht. So, und wo wir hier auch gerade im Ort sind, ich möchte euch noch jemand vorstellen, und zwar Samuel Grosjean. Ja, man merkt, hier ist ja auch Wahlkampf, weil überall sind auch Plakate. So, alles hat ein N, somit auch die Fußgängerzone hier in Bütigheim-Bissingen. Hoffentlich habe ich es jetzt richtig ausgeschätzt. Gehen wir mal nochmal zurück zum Hotel. Also, meine Tochter und ich. So, und dann zeige ich eigentlich mal noch das Hotel, wo man 2 Nächte über Pfingste drin bleibe. Hotel Rose Restaurant. Hier ist noch so ein Außenbereich, wo man sich kennt, hinhocke. Auch für die Raucher ist gesorgt. Aber das Hotel oder das Restaurant hat auch einen Michelin-Stern. So, das soll es gewesen sein aus Büdesheim-Bissingen von einem kleinen Video für die Foto-Challenge vor der Haustier. Ja, für mich habe ich im Moment keine so richtig Zeit und Nerven. Viele von euch wissen ja, um was es geht. Von einer schlimmen Krankheit aus dem engsten Familienkreis, die mich sehr aufwühlt. Ja, das Leben geht zwar weiter, das sagt man so einfach, aber man macht sich halt doch immer Gedanken. Und ich sage jetzt einfach nur Tschüss.